Hallo liebe Leute, in diesem heutigen Video wollen wir mal über die Einschätzung von Immobilien sprechen. Und zwar kommen ja doch immer mal wieder einige von euch auf mich zu und fragen: Robert, was ist denn mein Haus wert oder was ist denn unser Grundstück wert? Wir haben da noch eins und oder wir wollen da oder müssen da was verkaufen. Kannst du uns da mal eine Einschätzung geben? Also grundsätzlich bin ich ja Experte für Vermietung und beschäftige mich mit Verkauf relativ wenig. Das mache ich eigentlich nur für Freunde und Bekannte, wenn da wirklich irgendwas ansteht, wo ich mich mit beschäftigen möchte sozusagen. Akut ist es halt so, dass ich Verkaufsanfragen ablehne für meine Selbstständigkeit und ich möchte euch natürlich trotzdem weiterhelfen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie eine Einschätzung braucht und ihr wollt da jetzt nicht irgendeinen Immobilienmakler bei euch in der Wohnung haben, der oder im Haus haben, der euch da nur versucht, einen Maklervertrag aufzuquatschen, dann gebe ich euch hier jetzt gerne mal die Infos oder die Wege mit bekannt, die ich nutze, wenn ich so ein Objekt einschätze. Und ihr werdet sehen, das ist total einfach, das könnt ihr auch. Schaut dazu einfach mal kurz auf meinen PC, ich nehme euch mal mit und dann gehen wir die Schritte gemeinsam. So, da sind wir jetzt hier auf dem PC angekommen und das erste, was ich hier jetzt mal eingeben werde, ist Bodenrichtwerte Bremen Nord. Das habe ich hier vorhin schon einmal eingegeben, als ich das getestet habe. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, es gibt hier verschiedene Suchergebnisse. Das, was ihr euch schon mal merken könnt, wir wollen natürlich eine vernünftige, solide Quelle haben und da ist natürlich der Gutachterausschuss hier genau die richtige Adresse. Also, das wollen wir mal anklicken. Gutachterausschuss Bremen. Und jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, an diese Bodenrichtwerte zu kommen. Es gibt hier in Bremen ein Programm, das heißt BORIS, wie ihr das hier sehen könnt. Einmal die Version amtlich, das ist die, die Geld kostet. Und dann gibt es einmal dieses BORIS-Programm, das seht ihr hier. Das nennt sich informell. Und dieses informelle Produkt, das kann jeder benutzen. Also das heißt, man braucht hier einfach nur auf den Link klicken. Und dann öffnet sich hier automatisch die nächste Seite. Und hier können wir jetzt direkt zu Boris einsteigen. So, die Seite, die sich jetzt hier öffnet, könnt ihr auch noch mal genau euch anschauen. Boris D. Bodenrichtwerte Deutschland. Wie gesagt, früher war das ein Riesendrama, an solche Daten ranzukommen. Heute geht das alles relativ einfach, geht ohne Immobilienmakler, wenn man Lust und Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Ich klicke das jetzt mal an. So, und jetzt haben wir hier die gesamte Karte von Deutschland. Nehmen wir jetzt mal ein typisches Beispiel. Ja, ich hatte jetzt vor kurzem gerade eine Wohnung gesucht, beziehungsweise eine Adresse. Ich nehme jetzt einfach mal einen fiktiven Wert. Ja, ich weiß jetzt nicht, wem das da gehört. Also nicht, dass ihr nachher denkt, nee, Breitenweg ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Nehmen wir mal diese Adresse hier, Friedrich Humbert Straße. Ich werde das wohl gleich unkenntlich machen, wenn ihr das Video schaut, kann sein, dass man das da nicht mehr sieht. Bremen. So, und jetzt öffnet sich hier die Karte. Jetzt müssen wir einen kurzen Moment warten, ob das jetzt schon die richtige Größe hat. Und da seht ihr, hier sind schon die einzelnen Daten sichtbar. Ja, passt, ne? Also so kann man sich das im Endeffekt vorstellen. So, und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einmal hier auf den Haken klicken oder auf dieses Geomarking. Und dann seht ihr hier, ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen, weil wenn ihr das nachher auf der Aufzeichnung seht, dann kann man das vielleicht nicht so gut erkennen. Da kriege ich das jetzt noch ein bisschen. Na, ich hoffe, man kann es trotzdem so erkennen. Also ihr seht jetzt hier den Bodenrichtwert, ja, für die Adresse liegt bei 120 Euro pro Quadratmeter Wohnbaufläche. Das bedeutet, wir sprechen jetzt hier wirklich nur von dem Bauland. Also es muss Bauland sein. Und wenn ihr dann diese 120 Euro pro Quadratmeter habt, dann wisst ihr genau, wie der Bodenrichtwert ist. Wenn dann natürlich noch ein bisschen Gartenland oder so mit dabei ist, dann ist es entsprechend weniger. Aber so kommt ihr schon mal an den einfachsten Wert, nämlich den ihr braucht, um den Wert des Grundstücks zu kalkulieren. Also machen wir mal ein praktisches Beispiel. Ihr habt da tatsächlich ein Grundstück von 1000 Quadratmetern. Dann wären das natürlich in dem Fall 120.000 Euro. Gut, 1000 Quadratmeter wird man nicht in der Stadt kriegen, aber selbst wenn es die Hälfte ist, dann ist man schnell bei 60.000 Euro. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Quelle, wie man an diese Werte rankommt. Der nächste Schritt, den man dann natürlich testen muss, um rauszufinden, was ist wirklich was ist sozusagen Baufläche, mein Gott, jetzt bin ich schon ein bisschen durcheinander, Baufläche und was ist jetzt Gartenfläche, dafür muss man natürlich auch den Bebauungsplan prüfen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Also öffnen wir einfach nochmal hier einen neuen Tab.
So, liebe Leute, kommen wir jetzt zur zweiten Aufgabe. Wir haben jetzt also die Bodenrichtwertkarte geöffnet. Wir haben uns die Bodenrichtwerte gezogen, wissen jetzt, was das Bauland da im Endeffekt wert ist. Jetzt müssen wir noch feststellen, gibt es dort einen Bebauungsplan, um wirklich rauszufinden, wie groß der Anteil Bauland ist und wie groß der Anteil Gartenland ist. Denn das macht ja vom Wert her schon einen großen Unterschied. Und um das jetzt hinzukriegen, geben wir das einfach mal wieder auch bei Google ein. Bebauungspläne Bremen Nord. Und da gibt es jetzt hier auch verschiedene Suchergebnisse. Der für uns relevant ist, ups, so viel wollte ich nicht markieren, das ist hier der Übersichtsplan. So, jetzt habe ich es richtig markiert. Das ist eine Seite, die vom Bauamt zur Verfügung gestellt wird. Klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und hier haben wir wieder so eine schöne Karte, ganz einfach dargestellt. Und da wisst ihr natürlich gleich, welchen Bereich ihr sucht. Eben haben wir ja Gron gehabt. Deswegen nehme ich jetzt hier in unserem Beispiel Fegesack. Ist vielleicht noch ein bisschen anders aufgeteilt, als die Stadtteile heute sind. Aber wenn wir das jetzt öffnen, dann haben wir hier gleich eine riesige PDF-Datei, eine Karte. Und da ist jetzt im Endeffekt alles drauf, was zu Fegesack gehört. Diese Karte könnt ihr theoretisch jetzt hier im Browser auch vergrößern und bearbeiten, aber das ist relativ aufwendig. Ich würde euch empfehlen, die jetzt runterzuladen, als PDF zu speichern. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr sozusagen die volle Rechnerleistung auf der Karte, könnt dann viel besser rauf und runter scrollen. Und hier seht ihr jetzt auch diese ganzen verschiedenen Bereiche, die Sektoren, die ihr letztendlich dann benannt haben müsst, wenn ihr wirklich mal in den Bebauungsplan reingucken wollt. Eventuell müsst ihr ja beim Bauamt eine Bauvoranfrage stellen, wenn kein Bebauungsplan für das entsprechende Grundstück vorhanden ist. Aber jetzt gucken wir mal rein. Ich habe die Karte hier schon mal vorbereitet, runtergeladen. Das ist jetzt hier mein Beispiel, aber ich mache es jetzt mal groß. Also ihr seht, ich bin jetzt auf dieser Karte und muss mich jetzt so ein bisschen orientieren, um wirklich festzustellen, welches Objekt oder wie ist jetzt bei uns der Bereich, der passen würde. Bei mir geht es jetzt speziell um diesen unteren Sektor hier. Ich hoffe, ich kann das mal irgendwie markieren. Genau. Also alles, was jetzt hier grau ist, wäre sozusagen der Bereich, der mich interessiert. Und wie ihr sehen könnt, ist da gar nichts, also weder ein rotes Zeichen noch ein blaues. Das bedeutet, hier würde jetzt kein Bebauungsplan vorliegen und ich müsste unterm Strich eine Bauvoranfrage stellen und es müsste sich im Endeffekt in die Nachbarschaft einfügen. Also wenn wir das jetzt noch weiter vergrößern, dann seht ihr, dass hier teilweise in erster Reihe gebaut wurde und weniger in zweiter. Also ob man jetzt hier ein riesiges Mehrfamilienhaus hinstellen kann, das mag ich zu bezweifeln. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen in dem Video. Ich wollte einfach nur mal zeigen, ihr kommt an die Werte, wie gesagt, ganz einfach ran und könnt dann selber errechnen, was ist Bauland, was ist Gartenland und zu welchem Wert könnte man dieses Objekt schätzen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch ein erfolgreiches Vorhaben mit dem, was ihr da machen wollt. Und wie gesagt, ihr könnt mich gerne mal anschreiben, wenn ihr noch weitergehende Fragen habt. Ansonsten toi toi toi.